Rose Fröhlich, echter Patientenfall, heute mit der Fragestellung, was ist eine Portion Saft? Ich bin die Rose Fröhlich, eure Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Denkt dran, ihr Lieben, plus weg, abonnieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für euch überhaupt eine Portion Fruchtsaft an der Stelle ist, beziehungsweise welche Fragestellung ihr habt rund um die Ernährung, Thema Obst, Gemüse, Essen, Haferflocken, alles, was euch so einfällt. Also zurück zum Patientenfall. Ich hatte einen ganz jungen Mann in der Beratung, der eine Fragestellung hatte, was überhaupt eine richtige Portion für Fruchtsaft ist. Es ist in der Regel so, dass er dann erzählte, dass er gerne, naja, man kippt das ja um und er sagt Tetrapack oder Flasche, je nachdem, was es gibt. Dann wird immer nachgenommen und über den Tag verteilt hat er schnell mal mehr als 1, 2, 3 Gläser zum Beispiel Orangensaft oder Apfelsaft getrunken. Nun wollte er in die Richtung Gewichtsveränderung gehen und da war so ein bisschen die Frage, ja, was der Saft sozusagen, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Also die Portionsmenge für Saft, muss man erstmal sagen, wird definiert ungefähr mit 2 Finger breit. Das heißt, es ist hier ein ungefähr 150 Milliliter Glas und man würde immer 2 Finger breit das mit Flüssigkeit füllen. Also wenn es 100%iger Saft ist, 100%iger Apfelsaft, Fruchtsaft, besteht in der Regel immer eben direkt aus dem Saft sozusagen vom Obst her. Das kann natürlich auch mal Konzentrat sein. Aber wir haben in der Regel nichts zugesetzt an zusätzlichem Zucker und der Fruchtsaft sollte immer 100% sein. Wenn ich Nektare oder wenn ich Fruchtsaftgetränke habe, bei Nektar ist es immer so, dass ich einen höheren Anteil an Zucker drin habe. Das sind ja meistens auch Obstsorten wie Pfirsich, Banane, die, wenn die püriert sind und sozusagen als Saft hergestellt sind, habe ich natürlich immer einen höheren Anteil an Frucht drin. Warum wird die Menge definiert mit 2 Finger breit? Das ist in der Regel die Struktur, dass wir den Saft, wenn ihr mal eine Orange nehmt und die auspresst, dann ja, könnt ihr sehen, dass hinterher tatsächlich nur so eine kleine Menge, ungefähr so ein ja, Ringfinger breit Flüssigkeit rauskommt, wenn ich eine gute Saftorange habe. Und daher hat man in der Regel bei diesen 2 Finger breit Saft an der Stelle ungefähr 2 Stücke Obst. Natürlich ist es immer so, dass wir auch einen Anteil Flüssigkeit drin haben. Also wenn ich hier Bananensaft oder Pfirsichsaft habe, muss der ja manchmal verdünnt werden, damit ich es auch trinken kann, weil man dort ja Püree nutzt. Also 100%igen Saft, 2 Finger breit wäre die Menge sozusagen an Fruchtsaft. Sie ersetzt am Ende die 2 Stücke Obst pro Tag. Das heißt, nicht jeder muss Obst essen. Und warum überhaupt diese Definition mit dem Saft? Der Hintergrund ist, dass ein Stück Obst ungefähr zu, also von dem Grundprinzip her, ungefähr 4 Würfel Zucker sind. Das heißt, 10 Gramm Kohlenhydrate, zum Beispiel eine Orange, ein Apfel, also das, was in die Hand passt, oder ungefähr eine Handschale voll. Und wenn ich Saft habe, das ausgepresst, 100%igen Saft, habe ich eben auch diese Menge an Zucker. Und man hat an der Stelle, wenn ich jetzt 2 Stücke Obst auspresse, eben die doppelte Menge an Zucker. Und weil der Zucker aus den Früchten, also der Fruchtzucker, wenn ich mehr als 2 Stücke Obst pro Tag trinke, beziehungsweise mehr Apfelsaft, mehr O-Saft trinke, nehme ich ja auch mehr Zucker zu mir. Und dieser Fruchtzucker kann dann einfach schneller zu Körperfett umgewandelt werden. Das liegt daran, dass der Zucker den Blutzucker erhöht. Und in dem Moment, wo der Zucker hochgeht, eben auch die Insulinkaskade der Bauchspeicheldrüse angeregt wird, um den Zucker in die Zelle zu schleusen. Und daher gibt es diese Empfehlung mit den 2 Stücken Obst pro Tag. Also Obst per se ist nicht schlecht. Man muss eben immer aufpassen im Zuge des Zuckers und der Fruchtzucker wird eben gerne schnell, gerade aus Saft, von der Leber verstoffwechselt. Daher die Menge. So ihr Lieben, jetzt wisst ihr, was eine Portion Saft ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so denkt und ja, wie es euch so damit geht und ja, was euch sozusagen zum Saft oder Fruchtsaft oder überhaupt zur Ernährung, was euch bewegt. Ich freue mich auch über eure Kommentare. Liebe Grüße, eure Sandra und habt einen schönen Tag.